Meine Lieben, es ist an der Zeit, dass wir einmal über Farben in euren Interfaces sprechen. Werfen wir zum Beispiel mal einen Blick auf diese formschöne Ampel. Wirkt doch auf den ersten Blick wie eine ganz gute Auswahl einiger konträrer Farben. Rot könnte zum Beispiel für eine Warnung stehen und grün für etwas Positives. Zum Beispiel, wenn der Nutzer etwas bestätigen soll. Wenn das stimmen sollte, wäre dieses Video jetzt hier an dieser Stelle allerdings schon zu Ende. Tatsächlich leiden aber 9% aller Männer unter einer Rot-Grün-Schwäche. Bei Frauen hingegen sind es glücklicherweise nur 0,8%. Das heißt übersetzt, dass für 9% aller Männer diese Lösung keine Lösung ist, denn die Betroffenen sehen diese Ampel wie folgt. Rot und Grün sind hier nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Und du kannst dich jetzt vielleicht noch daran erinnern, an welcher Stelle welche Farbe war. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen mit den Farben rotieren, dann siehst auch du nur noch 3 gelbe Kreise und bekommst so ein etwaiges Gefühl dafür, wie Menschen mit einer entsprechenden Sehschwäche diese Farben wahrnehmen. Und diese Rot-Grün-Schwäche ist, wie ich gerade schon sagte, relativ weit verbreitet. Und daneben gibt es leider auch noch andere Sehschwächen, bei denen die betroffenen Personen zum Beispiel Probleme damit haben, Gelb und Blau voneinander zu unterscheiden. Oder zum Beispiel alles nur in Schwarz-Weiß wahrnehmen können. Und spätestens jetzt sollte dir auch klar sein, warum diese Lösung eben keine Lösung sein kann. Farben zur Differenzierung einer Interaktion mögen für die meisten Menschen durchaus genügen, aber eben nicht für alle. Für eine kleine, aber eben nicht unbedeutende Gruppe von Menschen sehen diese Buttons in ihrer Bedeutung eher so aus. Die Farben machen für sie einfach keinen Unterschied. Unser primäres Ziel ist, dass Anwendungen benutzbar werden. Und für Menschen mit einer eben solchen Farbsehschwäche gibt es die App Simulate Daltonism. Mit dieser kannst du deinen Entwurf für die nächste revolutionäre App in App Store aus der Perspektive eines farbenblinden Menschen betrachten. Du findest die App kostenlos im App Store und wir sind mit den Machern weder verwandt noch verschwägert. Wenn du die App heruntergeladen hast, dann kannst du mit ihr in einem kleinen, aber feinen Fenster wie mit einer Lupe über deinen Bildschirm schweben. Und in diesem Fenster wird der Unterschied klar. So wie innerhalb dieser App angezeigt, nehmen Menschen mit der entsprechenden Farbsehschwäche diese Farben wahr. Dabei hast du die Möglichkeit auszuwählen, ob du dir den Entwurf zum Beispiel mit der Rot-Grün-Schwäche oder eben auch mit der Gelb-Blau-Schwäche ansehen möchtest. Innerhalb dieser Sehschwächen gibt es nochmal verschiedene Abstufungen und du solltest deinen Entwurf wirklich aus dem Blick einer jeden Disposition einmal ansehen. Denn so machen wir Profis das. Den Link zur App findest du in der Videobeschreibung und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib ihm einen Daumen nach oben. Abonniere den Kanal, damit du auch künftig weiterhin Profi bleiben kannst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Und bis dahin, alles Gute.